Da werden wir wieder Ralfinger IP mit Torchlight 2 im Dungeon der Quest Protect the Guardian. Nein, stimmt doch gar nicht, oder doch? Welche Quest haben wir denn? Ich schau mal kurz nach. Protect the Guardian ist bla bla bla, Pass of Honor Dead. Nein, wir sind doch Bring on your dead, das hier, genau. Da sind wir zu Hause. Das ist, was wir gerade machen. Wir sind hier im Dungeon und müssen diesen Quest erledigen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist jetzt da das Ziel weg. Sehe ich das richtig? Habe ich doch die falsche Quest ausgewählt? So, schauen wir mal, ob das hier unsere Mission ist, weil die müsste doch eigentlich auf der Map angezeigt werden. Wird sie nicht, hell? Irgendwie. Entweder es ist einfach so, ja, dass die nicht angezeigt wird. Convince the Aetherium Spirit to let you into the Bone Gallery and retrieve the... Ach, schon klar. Ich glaube, die hätte ich sogar schon draußen erfüllt. Ich musste hier gar nicht in den Dungeon gehen. Ich depp. Da steht ja nämlich, ich muss nur die Geister dazu bewegen, mich hier reinzulassen. Ja, glaube ich zumindest. Und es ist ja grün, also habe ich das anscheinend erledigt. Nur als warum da ein Haken dahinter ist und da noch keiner und es ist grün, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Gut, wir werden aber jetzt einfach mal weiter durch diesen Dungeon laufen. Davon lasse ich mich jetzt nicht abhalten. Da sind wir schon so weit gekommen und irgendwie habe ich auch Bock drauf. Dungeons sind ja auch einfach so das Geilste, wirklich. Ich habe zwei neue Spells dazu bekommen, falls ihr seht. Die habe ich hier unten reingepackt. Nummer 3, Nummer 4, Elementarschaden und Rumble. A Pulse of Energy expands outwards, shattering delete objects. Ah, jetzt verstehe ich. Also jetzt müssen doch eigentlich die Urnen kaputt gehen, wenn ich viel drücke. Richtig. Danke. Oh, habt ihr gesehen? Ist einfach geplatzt. Nee, das ist gut. Das ist gut. Ja, nur ist irgendwie... Oh. Black Spirit. Kann ich euch einheißen? Nö, gar nicht. Aber Fifi hat es mir wieder klar gemacht. Ich sehe schon. Ja, die Vieh gefällt mir. Macht das Ganze ein bisschen leichter. Komm, springen. Also ihr seid ja nicht wirklich irgendwelche Gegner hier gerade für mich, oder? Kleinfieder. So. Halt, hier ist noch ein Poison Ring. Mitnehmen. Okay, hier haben wir noch Gold. Sollen wir auch nicht liegen lassen. Und da noch ein bisschen Gold. So, dann waren wir mal hier oben. Schön, jetzt gehen wir wieder runter. Wir nehmen diese Urne an. Nehmen das Gold mit. Trabbelt mal über diese Ratte hier. Jupp, ist tot. Seht ihr, ich kann da wirklich drüber laufen, sie sind da tot. Ach, diese Spieleentwickler immer mit ihren tollen Ideen. Ist hier gerade irgendwie Schicht im Schacht? Ist das wirklich hier Ende? Komme ich da nicht weiter? Was ist da los? War das der Dungeon? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Doppelpunkt, Smiley, Hakenkreuz? Keine Ahnung. Was ist da los hier mit dem Spirit? Also das mit dem Hakenkreuz gerade, das ist natürlich nur ein Scherz. Also. Ihr versteht mich doch sicherlich, nicht wahr, Augenzwinker? wir laufen zurück, weil da gibt's ja nichts mehr. Scheiße da. Wo ist denn jetzt hier mein Secret Entrance-Ding da, was ich da gefunden habe? Ja, hier ist es auf jeden Fall nicht. Aber zumindest hier mal noch eine Ratte drüber laufen. Yay. Das wird jetzt mein neues Hobby, über Ratten zu laufen. Ah, hier war ich noch nicht. Super. Hier waren wir noch nicht. Einmal frei. Immer drauf auf die Gegner. Und immer schön hier meine Lebensenergie im Auge halten. So, wir nehmen mal wieder hier beides hier. 3 und 4 drücken wir mal. Ein bisschen Schaden, also Schutz vor Schaden haben, vor möglichen Giften. Das Fifi eigentlich auch geschützt, da würde ich gerade nehmen. Ne? So ist es aus wie nicht. Irgendwie nicht. Und hier war nichts drin, auch nicht schlecht. Gut, kommt auch vor. Halt, da hoch bei mir. Ja, diese Schleimdinger hier, da waren schon eine gute Idee mit dem Schutz, glaube ich. Auch gegen Säureschaden. Hier Feuer. Und da unten ist noch Feuer. Macht aber auch einen Lärm da unten, ne? Und was machst du jetzt hier, Skelett? So. Dann greifen wir doch mal unseren Feuerteufel da unten an. Da war eine Scroll gelegen, die habe ich. Wunderbar. So, die machen jetzt noch ein bisschen Platz. Das sind jetzt so einfache Skelette, die uns nicht wirklich hier beschäftigen, würde ich mal sagen. Nein, weg, 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 weg. Ach, Pfeffi, jetzt haben wir uns beide wieder angesteckt. So ein Mist, ey. Immer wieder vergiftet. Ja, nein, die 3 wollte ich doch drücken. Ja, sind wir wieder geschützt. Der Cooldown dieser Sprachrolle ist halt wirklich genauso lange wie die Zeit, wo ich diese Sprachrolle nutzen kann. Oh, viele, viele Ratten hier zum Tode laufen. Ich muss damit aufhören. Ein neues Hobby, Ratten treten. Also platt treten.
Nein, nein, ich habe nichts gegen Ratten. Auch nicht gegen Mäuse oder so. Wer die Haustiere hat, soll damit glücklich werden, ja. Alles gar kein Thema, alles kein Problem. Ich bin ja total tolerant. Aber ich hasse Katzen. Das habe ich schon so oft gesagt. Nein, ich hasse keine Katzen. Ich hasse keine Katzen. Ach, wie komme ich da mal drauf? Warum sage ich sowas überhaupt? Ich weiß es nicht. Einfach, um euch zu unterhalten. Was war das? Was ist dann das hier? Eine Identify-Scroll und noch eine Ratte. Okay, runter hier mit dir, Ralf. Schwing deinen eleganten Körper in den nächsten Dungeon. Oh, ich habe Punkte und die habe ich schon wieder vergessen zu nutzen. Kacke. Guckt euch mal diese Maschine an. Hat so lustige Hörner. Ja, jetzt sind wir wieder weiter unten im Dungeon. Und bevor wir weitergehen, würde ich sagen, let's skill the tree. Falsche Option. Hier sind wir zu Hause. Ich nehme mal den Rundumschlag. Und haben jetzt eins voll. Nein, wir sind immer noch nicht bei zwei. Mist. Aber wir haben jetzt bestimmt schon neue Möglichkeiten, hier was zu charmen. Nee, irgendwie doch nicht. Schade. Ich habe schon irgendwie alles bei den Skills. Aber irgendwas ist gerade passiert. Warum ist der jetzt voll mit 1 und es geht nicht weiter? Und da unten, achso, das ist so eine Statusanzeige. Egal, wir gehen mal rüber und schauen, dass wir hier... Jetzt nehmen wir alle 5 auf Dexterity. Muss mal sein. Ja, Beweglichkeit, Agilität, Geschwindigkeit. Wichtige Attribute für mich. Oh, halt, apropos Attribute, mal ganz schnell hier. Säureschaden reduzieren. Halt, warum geht nicht? Achso, 3 war es, nicht die 4. Ja, Chante, okay. Jetzt aber. Das heißt, im Kampf kann ich diese Rollen auch nicht anwenden, wie ihr gesehen habt. Das ging irgendwie nicht. Verstehe ich auch, weil wir natürlich am Kämpfen sind, ne? Du wirst das hier reif. Oh, Lebensenergie, Lebensenergie, Lebensenergie. Mana, Mana, Mana. Ich habe sie schon drastisch sinken sehen und dachte mir, was ist da passiert? Und da unten haben wir wieder Eis. Ja, Eis, Feuer sei schon. Echt, ja, wird anspruchsvoller. Also alleine hier sich durchzukommen, ist auf jeden Fall eine Aufgabe, ich sag's euch. Meine Maus wird auch ordentlich strapaziert, da wird ordentlich drauf rumgehackt. Und wir sind wieder mal mit Säure befallen. Da, was haben wir denn da? Das ist ein Portal, eine Urne. Was ist das denn? So ein Gegner? Nein! Oh, ich wollte den Gegner finden. Habe ich mich jetzt darüber teleportiert, ja? Ist ja nett. Hab mich aber keiner gefragt, ob ich das will. Und das sieht irgendwie überhaupt nicht nett aus hier. Was ist das denn? Mysterious Skeleton. Oh, oh. Schnell einheißen, die Jungs. Stehen sie überhaupt nicht drauf, wie ich gerade sehe. Bam, bam, langsamer, langsamer. Mana, Mana, ganz schnell Mana. Oh! Who the fuck are you? Was ist da los? Was ist da los? Scheiße! Was ist da los? Gott, bist du riesig, verpiss dich! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schaut euch mal das an, wie ich da draufhacken muss. Bis denen seine Energie überhaupt runtergeht. Was ist denn da los, ey, Leute? Das wird ja mal ein lustiger Kampf hier, ich sag's euch. Komm, drauf, 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 drauf. So. Hier, nein. Falsche Rolle. So. Pippi! Tu was! Tu was gegen dieses Monster! Maldrox! Wir müssen wieder schaffen, komm schon, das haben wir doch drauf, das haben wir doch voll drauf, wir schaffen es, wir schaffen es. Oh Gott, wo sind die Gegner her? Los, weg hier, ich muss mich mal wieder freikämpfen lassen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Dass ich wieder rauskomme. Und den Typen mal auf den Sack hauen kann, ja? Der hat die Hälfte der Energie noch. Ne? Ein bisschen zu viel gerade. Oh, diese Attacken. Pfiffi. Pfiffi, überleb bloß. Schau, dass du bloß überlebst, ey, hier. Lass dich nicht von diesem Vieh töten, ey. Das wäre jetzt echt ein bisschen scheiße, wenn ich sterben würde. Weil ich habe keine Potion gegeben meinem Köter. Pfiffi, du musst überleben. Nein, Pfiffi ist fett ist. Was? Fliegen? Shift. Okay. Shift, Screen, Holding, Shift. Okay, jetzt töten wir uns die Gegner. Okay. Puh, wir haben den Gegner geschafft. Schon mal das erste. Dann, your pet is fleeing. It will no longer attack and cannot pick up items for you. Pet health will slowly recover automatically. Okay. Slowly recover automatically. Okay, ich habe auf jeden Fall was... Ich habe gerade ein Quest-Item gefunden, oder? Und warum sieht man die Items nicht, wenn dieser Vollklops da drüber liegt? Das nervt mich echt ein bisschen. Und schön durchs Blut laufen. Hier wäre schön hier Ratten tot treten. Ja, war nicht ohne der Gegner. Mein Pet hat es leider auch ein bisschen zerlegt. Ich habe wieder ein Quest-Item gefunden, wobei das sieht man ja auf Q. Ja, jetzt auch ein Haken dahinter. Ich glaube, das Bring the Dead... Ja, das war's hier. Das habe ich acquired. From Death to Life. Genau. Also war die Mission doch noch nicht erledigt. Grün war einfach nur die aktive Quest. Wunderbar. Also wird zwar zwei Quests zum Abgeben, was ja echt nice ist, was viele Erfahrungspunkte geben wird und auch wieder
Kohle und neue Items. Mal gucken, Fifi, du hattest doch ganz viel Zeug von mir. Ja, hast du noch, wunderbar. Ich glaube, ich schicke Fifi mal jetzt zurück in die Stadt. Mit dem ganzen Kram hier, den ich nicht brauchen kann. So, tschüss, Pet. Boah, 1,40. Na gut. Werden wir es mal ohne Fifi weiter durchschlagen. Muss auch mal sein. Wobei, da ist ja schon das nächste Portal. Ich frage mich, wo Fifi gerade hingerannt ist. Während ich immer wieder ein paar Ratten zertrete, ja, wie ihr es von mir gewohnt seid. Ja, hier war eine Kiste. Da ist ein Portal, ich würde sagen. Schön. Und Nummer 3 oder Nummer 4 was? Nummer 4 was. Schauen wir mal in die Kiste rein. Natürlich ein Haufen Gold. Wunderbar. Kann man immer mal brauchen. So, liegt hier noch irgendwas rum? Ja, ne? Und hier ist noch was. Wunderbar. Noch nicht ins Portal gehen, Ralf. Noch nicht ins Portal gehen. Und noch eine Kiste. Und wieder Gold. Pants habe ich bekommen. Fancy Pants, ja. Mehr Gold für mich. So, soll ich jetzt noch warten, bis Fifi wiederkommt? 48 Minuten, nö. Wir gehen einfach mal ins Portal. Portal to Surface. Der Hund kommt dann schon zu mir, denke ich, oder? Sollte den Weg zu seinem Herrchen zurückfinden. Ist auch ein schlauer Köter, so ein kleiner Kläffer. Sind ja recht intelligent, ja. Also ich meine, sonst wären die auch nicht so penetrant immer, ja. Die wissen schon, was sie wollen. So, Quest erledigt. Ein bisschen rauszoomen hier. Nee, geht gar nicht weiter. Wo ist denn mein Aufgabensteller? Hier haben wir schon alles, ja, getötet. Das ist gut. Da unten leuchtet so ein Fragezeichen. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Und zwar, zack. You found it. Fantastic. Here, let me just pay you for the trouble and I'll be on my way. Danke dir. So, 125. Das ist auf jeden Fall minus 3 Armor per Hits und plus 3 Attack Speed für unser schönes Vieh. Ich glaube, ich kaufe das Ding und verkaufe es wieder. Was heißt, ich kaufe? Ich nehme mir. Yay, Quest complete. Das heißt, Quest verschwunden. Genau. Als nächstes können wir diese Quest hier abgeben. Your pet is back from town. Ja, ein bisschen Gold hatte sie auch dabei. Wunderbar. Mein Vieh ist auch wieder da. Ich glaube, da hinten ist noch ein Stern. Heißt das aber, ist der Stern zum Abgeben? Nee. Wo ist denn das Portal? Ich glaube, die Quest konnte ich in der Stadt. Pass of Honor Death. Das ist das Portal, das ich gemacht habe. Ich will mal dahin warten. Ist es jetzt die Stadt? Ich habe es mir gerade nicht merken können. Irgendwie war das die Stadt? Ich will eigentlich zurück zur Stadt. Ja, wunderbar. So, Quest. Well done. I'm sure Commander Whale would have no object to me. Give me bla 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 reward, ja. Okay, was haben wir denn hier? Ich habe, okay, meine Boots sind gut ausgerastet. Da habe ich schon ordentlich reingebuttert. Da habe ich auch zwei so eine Special-Dinger drin. Nehmen wir mal das Helmchen. Danke dir. Quest complete. Wunderbar. Wir fischen mal wieder. Immer mal zum Entspannen nach so einer Quest. Einfach mal entspannt im Brunnen fischen. Und das haben wir rausgeholt. Einen Tunnelshark. Okay, den gucken wir uns doch gleich mal an. Wie sieht denn der Tunnelshark aus? Moment, falsches Ding hier. Da. Transform into a mole beast for 5 minutes. Feine Sache. Mal wieder einen neuen Fisch dazu bekommen, ja. Gefällt mir immer wieder gut. Hat der junge Mann hier oben irgendwas für uns? Protect the Guardian. Das haben wir schon gemacht. Oder, oh nee, das ist die nächste Quest. Ja, das ist unsere nächste Quest. Protect the Guardian. Und diese nächste Quest starten wir wo? Halt, warte mal. Ich kann ja mal hier. Gehen wir mal zum Kollegen Schmied. Und verkaufen dem ein bisschen Scheiß von mir hier. Den Helm, den ich habe. Den können wir ausrüsten, oder? Der sieht gut aus. Das heißt, wir haben jetzt diese Mütze, können wir hergeben. Nein, ich habe es jetzt Theos gegeben. Ja, ich habe es verkauft. Das Ding. Alles mal verkaufen. Oh, die roten Dinger sehen nice aus. Ach, die muss ich erstmal identifizieren. Alles klar. Schild weg. Das weg. Okay, alles was grün ist, jetzt erstmal weg. Sell all. Achso, ich habe die nicht da reingezogen. Wunderbar. Und ich habe auch das Geld schon bekommen. Passt doch perfekt. Dann schauen wir jetzt mal in unser Inventory, was wir denn da haben. Und zwar, Item must be identified before use, automatically at level 11. Ich bin aber Level 10. Ach, das machen wir jetzt einfach. Right-click. Ich will es wissen. Electric Search Pilgrim Staff. Rare Stuff. Two-Handed. Okay, ein Zweihänder. Kann ich aber noch nicht benutzen. Und hier ist auch noch so eine geile Mütze mit Level 12. Wird die automatisch entdeckt. Nee, das mache ich jetzt mal nicht. Das wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Wir laufen dann mal runter zu unserem nächsten Quest. Da geht's dann weiter. Quest Protect the Guardian.
Gut, wir haben also mein Inventar jetzt aufgeräumt. Ja, das heißt aufgeräumt, sortiert. Unser Pet hat, glaube ich, nichts mehr im Inventar. Wunderbar, der ist frei. Da kann man immer ordentlich einlagern in unserem Hundemuli sozusagen. Und die nächste Quest, ganz klar, in der nächsten Folge. Und dann gibt es hier Protect the Guardian mit mir, Ralfinger LP. Ich bedanke mich mal wieder fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.